allein du Herr hilfest mir, das ist sicher. Allein du Herr hilfest Thank you.
hilft, wenn Gott mir hilft und mich erhält, was kann mir schaden? Was kann mir schaden, wenn Gott mir hilft und mich erhält?
Thank you.
auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend für Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlafet ihr? Steht auf und betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Da ihr aber noch redet, siehe die Schar, und einer von den Zwölfen, genannt Judas, ging für ihnen her und nahet sich zu Jesu, ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu Juda, Juda, verrätest du des Menschen Sohn mit einem Kuss? Doch so ferne machen. Und er rührt
führet sein Ohr an und heilet ihn. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die über ihn kommen waren. Ihr seid als zu einem Mörder mit Schwertern und mit Stangen ausgegangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt keine Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie griffen ihn aber und führten ihn und brachten ihn nach des Hohepriesters Haus. Petrus aber folgete von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Palast, und satzten sich zusammen. Und Petrus satzte sich unter sie. Da sah ihn eine Magd sitzen bei dem Licht und sah eben auf ihn und sprach zu ihm: Dieser war auch mit ihm. Er aber verleugnete und sprach: Feind, ich kenne sein Licht. Thank you.
ein ander und sprach: Du bist auch der eine. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und über eine Feile, bei einer Stunde, bekräftiget ein ander und sprach: Wahrlich, wahrlich, dieser war auch mit ihm, denn ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, da er noch redet, kräht der Hahn, und der Herr wandte sich und sah Petrum an. Und Petrus gedachte an des Herren Wort, das er zu ihm gesaget hatte: Ehe denn der Hahn kräht, willst du mich dreimal verleugnen? Und Petrus ging hinaus und weinet bitterlich. Thank you.
Verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten ihn und schlugen ihn ins Angesicht und fragten ihn und sprachen: Im Abgrund des Schmaufendes Grab.
im Abgrund ein schmauchendes Grab. Und als es Tag ward, sammelten sich die Ältesten des Volks, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn hinauf für ihren Rat und sprachen: Bist du Christus? Bist du Christus? Sage es uns, sage es uns, sage es uns. Er sprach aber zu ihnen: Sage es euch, so gläubet es nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht und lasset mich doch nicht los. Darum, von nun an wird des Menschen Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Thank you.
auf der Erde. Ein König soll verurteilt werden, gibt sich selbst in den Tod das Leben. Und kann der Menschen höchste Lust jetzt nicht im Kummer widerstreben. Schaut doch, wie schlägt die bange Brust, ihr seufzet, schwitzet, zagt, ihr hechtet, ach, ihr muss zu Boden sinken. Und will ihr nicht von bittern Säften trinken, so wird ihm auch der letzte Trunk versagt. Gefehlt. Herrscher,